Am 14. Oktober bietet das Familieninformationsbüro FIP von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden. In Kooperation mit der Blutbank des Universitätsklinikums Magdeburg können Magdeburger damit Gutes tun. Unterstützt wird das Team der Uni Blutbank von engagierten Kollegen des Vereins Hilfe für Helfer in Not. Diese stehen ebenso für Fragen zum Thema Notfallversorgung und Blutspenden zur Verfügung. Wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und auch um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Terminabsprache erforderlich. Interessierte können sich für die Blutspende im FIP vorab unter den eingeblendeten Kontaktdaten anmelden. Eine persönliche Anmeldung im FIP in der Krügerbrücke 2 ist auch möglich. Montags, dienstags oder donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. Vor jeder Spende erfolgt eine ärztliche Untersuchung. Außerdem erhält der Spender eine finanzielle Aufwandspauschale. Ein kleiner Imbiss ist ebenso inklusive. Personalausweis oder Reisepass sind unbedingt mitzubringen. Blutspenden in Zeiten von Corona? Ja, wer sich gesund fühlt und keinen Kontakt mit nachweislich SARS-CoV-2 infizierten Personen hatte, ist herzlich willkommen. Nach Reisen in Länder mit erhöhtem Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion beträgt die einzuhaltende Spendenpause allerdings 4 Wochen. Blutspenden sind für die medizinische Versorgung, insbesondere für die Notfallversorgung, unverzichtbar. Leider ist die Bereitschaft zur Blutspende auch angesichts der Corona-Pandemie enorm zurückgegangen, sodass vielerorts die Bestände knapp sind.